Willkommen! In diesem Video lernen Sie, welche Methoden John Dewey in der Schule als didaktisch wertvoll erachtet. Sie erhalten einen Überblick über die verschiedenen Aspekte zum Begriff Methoden im Sinne Deweys. In Deweys Konzeption des demokratischen Lebensentwurfs sollen Kinder die Demokratie als Lebensform so früh wie möglich kennenlernen. Deshalb sollen demokratische Methoden im Unterricht eingesetzt werden. Frontalunterricht wird von Dewey entschieden zurückgewiesen, da es sich um eine vordemokratische Erziehung in der Schule handelt. Vordemokratische Methode meint hier, dass sich die Lernenden das Wissen durch Lehrende mit Hilfe von Schulbüchern aneignen. Stattdessen plädiert Dewey dafür, die Eigenverantwortlichkeit des Individuums, also des Lernenden, für sein eigenes Wissen stark zu machen. Eine Methode muss sich daran messen lassen, ob die Lernenden annehmen, was sie lernen. Die Lernenden müssen dafür mit dem Wissen etwas machen können. Laut Dewey soll die Unterrichtsmethode also empirisch begründet gesehen werden. Damit meint er, dass Lehrende den eigenen Unterricht als fortlaufendes Experiment sehen, in dem immer wieder Anpassungen vorgenommen werden. Deren Ergebnis kann dann wieder beobachtet werden. Lernen soll dabei ganz auf Erfahrung aufgebaut sein. Dewey rückt das Problemlösen in den Mittelpunkt. Der Bezug auf wissenschaftliches Vorgehen wird im Blick auf kontinuierliche Entwicklungsprozesse gesehen und nicht wie bei Herbert mit Blick auf eine aus Prinzipien entwickelte Theorie gedacht. Dieser Entwicklungsprozess, den Dewey denkt, kennt kein letztes Ziel. Daraus ergibt sich, dass es für Dewey nicht die richtige Unterrichtsmethode gibt. Es werden jedoch demokratische Methoden des Unterrichts, das heißt vor allen Dingen Experimente, in den Mittelpunkt gerückt. Bei den demokratischen Methoden ist es wichtig, dass der Lernende die Kontrolle über seinen eigenen Lernprozess hat und sich die Lernenden in eigenen Republiken selbst regulieren. Dewey bezeichnet das als Student Control und Self-Government. Dadurch soll die Demokratie als Lebensentwurf in der Schule erfahren werden können. Durchgesetzt hat sich in diesem Feld die Projektmethode sowie das entdeckende Lernen. Bei der Projektmethode wird das Lernen durch das Selbsthandeln, beim entdeckenden Lernen durch das Selbstforschen in den Mittelpunkt. In Deweys Unterricht stehen die demokratischen Methoden im Mittelpunkt, damit Demokratie als Lebensform erlernt wird. Dabei sind die Unterrichtsmethoden Projektmethode, Experimente und entdeckendes Lernen von großer Bedeutung. Damit lehnt Dewey den Frontalunterricht entschieden ab, weil dieser sich an vordemokratischen Methoden orientiert. Für Dewey spielen dabei auch die Kontrolle des Lernenden über den eigenen Lernprozess, also Self-Control, und die Selbstregulierung des Lernenden, das Self-Government, eine große Rolle. Zusammengefasst bestärkt Dewey die demokratische Lebensform insofern, als dass er sich für den demokratisch ausgerichteten Unterricht stark macht. Dabei setzt er sich für die Methoden Projektunterricht, Experiment und entdeckendes Lernen ein, weil sie sich an einer demokratischen Methode des Unterrichts orientieren. Deswegen lehnt er den gewöhnlichen Frontalunterricht entschieden ab, weil der sich an vordemokratischen Methoden anlehnt. Die Lernenden sollen also durch die Schule die Demokratie als Lebensform erfahren. Dewey rückt also die Erfahrung und Entdeckung in den Mittelpunkt der Schule und sieht deren Aufgabe darin, die demokratisch orientierte Lebensform stark zu machen und weiterzugeben.